Uniklinik Frankfurt Zentrale. Ich hätte gerne mal die Abteilung mit der inneren Medizin. Jo. Schwester Carola, hallo? Ja, guten Tag, ich habe ein Problem mit meinem Opa. Was hat denn dein Opa? Na, meine Oma ist heute nicht da. Mhm. Und die hat mir gesagt, der Opa darf alles ganz alleine machen, nur ich soll einmal am Tag Fieber messen. Du beim Opa? Ja, und jetzt hat sich der Opa hingelegt. Aha. Auf die Seite. Und jetzt habe ich in das Fieberthermometer reingesteckt. Du hast es deinem Opa in den Popo gesteckt? Das Fieberthermometer? Ja. Und wie viel Fieber hat er jetzt gehabt? Das weiß ich nicht. Wieso hast du nicht nachgeguckt? Na, der hat sich auf die andere Seite gedreht. Und jetzt ist das Fieberthermometer weg. Ist es rausgefallen? Nein. Das kann doch nicht weg sein. Dann musst du noch mal alles suchen. Ich glaube nicht, dass das im Popo drin ist. Aber als er sich gedreht hat, war es dann weg. Ich glaube, ich habe auch gehört, wie der Opa piept. Wie der piept? Ja. Glaubst du, das ist noch in dem Opa drin? Weiß nicht. Na, dann tut es denn dem Opa weh? Hat er noch nichts gesagt. Aber er piept. Dann, der piept. Na, der hört doch wieder auf zu piepen. Aber dann sagt deinem Opa, er muss aufs Klo gehen. Das und wenn macht es piep, 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 piep am Bubs. Kannst du das denn sehen? Nein, aber hören. Aber hören hast du an dem Po von deinem Opa gehört? So in etwa. Aha. Nee, das geht jetzt, das kann der ja nicht drin bleiben. Der soll aufs Klo gehen und wenn es nicht rauskommt, dann musst du deinen Opa nehmen und dann kommst du mit ihm ins Krankenhaus. Okay, und wenn es rauskommt? Dann soll die Oma das sauber machen. Das ist eine gute Idee. Ne? Ja. Und dann rufst du nochmal an, wenn es nicht geklappt hat. Opa, piep dein Popo. Es piept noch. Na, dann muss ich einen Krankenwagen anrufen. Soll ich euch einen hinschicken? Nein, war doch nur ein Scherz. Wie? Ich bin der kleine Telefonschreck aus dem Radio. Klasse.